Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meiner Schminksammlung. Das letzte Mal habe ich euch meine Blush- und Bronzer-Sammlung gezeigt. Das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Und heute geht es um Highlighter, Puder und um Paletten. Fangen wir mit den Pudern an. Ich habe insgesamt 5 Stück und ich zeige euch zuerst das allerneueste Schätzchen. Und zwar ist das von Trend It Up. Es ist ganz neu bei mir eingezogen, ist auf einer LE, müsste auch noch zu kaufen sein. Und das ist jetzt ein Correcting Powder. Perfection Powder. Ja, es soll Hautunreinheiten oder Hautrötungen kaschieren, dunkle Schatten kaschieren, also ein Allround Puder quasi. Und ich hatte schon mal so ein Puder gehabt vor 2-3 Jahren, und zwar von Essence, und ich war sehr, sehr begeistert, weil es wirklich den einen Weichzeichner-Effekt hatte, und das Finish sah einfach sehr toll aus. Ich habe das hier noch nicht getestet und bin mal gespannt, ob das vergleichbar ist. Nächstes habe ich hier ein Puder von P2, auch aus einer Limited Edition. Diesmal ist es die Secret Splendor Orient Fascination Compact Powder in der Farbe Sensual Skin. Und schaut euch mal die Stanzung an. Auch wunderschön mit orientalischen Ornamenten. Und ja, deswegen eigentlich nur wegen den Ornamenten und wegen der Verpackung musste es mit. Dann habe ich hier auch aus einer LE, und zwar aus der Bold Softness LE, ein Puder von Catrice. Und das ist auch ein Color Correcting Powder. Es hat hier so einen Spiegel, von der Verpackung her auch wunderschön. Das sind verschiedenfarbiges Puder, welches dann auch die Hautunreinheiten, die Hautrötungen und die Schatten im Gesicht kaschieren soll und einen ebenmäßigen Ton zaubern soll. Ein weiteres Schätzchen, und zwar aus einer P2 LE C2Face Compact Powder in der Farbe Sea Breeze. Die Verpackung ist auch ein Traum. Jetzt könnt ihr hier so ein bisschen in mein Wohnzimmer reinschauen oder in mein Arbeitszimmer. Es ist einfach etwas verspiegelt, und dann auf dem Deckel sind dann so ein paar Wassertröpfchen abgebildet. Ein wunderschönes Puder mit einem Spiegel hier drin, und ich habe es mitgenommen, es gab einen Tester, und ich fand es so weich und so schön vom Hautgefühl her, und die Farbe passt auch, und ja, von daher ist es in meiner Sammlung gelandet. Hier noch ein Puder, und zwar ist das von Clarins. Das ist aber ein bisschen versifft, weil ich den nämlich jeden Tag benutze. Das ist die Farbe 104 Cream. Eigentlich ist es ein Compact Foundation. Ich nutze es einfach als Setting Powder, und wie man sieht, nutze ich es regelmäßig. Da habe ich schon ein Hitzepan, und es wird immer größer.
Ich werde es jetzt aufbrauchen, es mir nicht neu nachkaufen, weil ich einfach, wie ihr schon gesehen habt, einige Puder habe, die ich erstmal aufbrauchen werde. Aber die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch ein Puder, was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe. Und zwar war das in einer Box. War es nicht Glossy Box oder Pink Box? Ich glaube, Glossy Box. Und das ist hier dieses Banana Powder. Banana Setting Powder von Bella Pierre. Genau, Bella Pierre Cosmetics. Also, ich habe eigentlich noch nie Banana Powder benutzt. Werde es demnächst aber mal ausprobieren zum Setten und ja, riechen kann man nichts, weil da eine Versiegelung ist. Ja, auf jeden Fall ist es in meiner Sammlung oder noch in meiner Sammlung, weil ich es austesten möchte. Jetzt kommen wir zu den Highlightern und zwar habe ich im letzten Video schon zwei Highlighter gezeigt. Einmal Revive the Loop, dieses Blush Highlighter und dann noch eine kleine Sleek Palette mit Bronzer und Highlighter in einem. Und heute zeige ich euch noch zwei Schätzchen, die in meiner Sammlung bleiben durften und zwar ist das auch eine LE, Trend It Up, Nomadic Elegance. Das ist einfach ein wunderschöner Highlighter, der ist nicht allzu stark pigmentiert, ist auch eher für den Winter gedacht, für helle Häutchen, weil er doch ziemlich hell ausfällt, aber ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Das ist wirklich ein sehr schönes, weiches Puder und man kann einfach ganz schöne Akzente setzen und es hinterlässt wirklich einen leichten Winterglow. Der nächste Highlighter ist von Sleek, auch in einer verspiegelten Verpackung. Ihr könnt dann mal hier meine Wohnzimmerfenster sehen und dann haben wir meinen Schreibtisch und so weiter. ja, das ist die Highlighting Palette Solstich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gibt es vier Farben oder vier Highlighter in dieser Palette mit einem Pinsel, der mir gerade rausgefallen ist und den ich nie nutze. Das ist eine wunderschöne Highlighter-Palette und da ist ein cremiger Highlighter mit bei. Das ist der rosane hier und dann haben wir hier noch drei weitere Highlighter. Das sind ganz tolle, gut pigmentierte Highlighter, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Paletten und die erste Lidschattenpalette, die ich euch zeigen möchte, das ist eigentlich meine liebste Palette und zwar handelt es sich um die Zoeva Naturally Yours. Das ist eine wunderschöne Palette mit ganz tollen
Nudeltönen mit ganz tollen Brauntönen, die man wunderbar miteinander kombinieren kann. Und ja, ich finde, von der Qualität her sind sie ganz, ganz toll. Die sind super gut pigmentiert, sie krümeln nicht allzu stark und sie lassen sich super, super gut verblenden. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Was ich sehr, sehr gerne verwende, das ist zum Beispiel die Farbe Pure. Das ist ein ganz schöner Base-Ton oder auch Verblendeton. Und dann noch die Farbe Lovely Monday und Slow Dance, also Slow Dance und hier unten Lovely Monday, 6 matte Töne und 4 schimmerige Farben, die halt kein Glitzer in sich haben, sondern wirklich nur leicht schimmern. Und ja, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Alltagspalette. Einmal Slow Dance, Lovely Monday, Smooth Harmony. Ganz tolle Farben. Und eine ganz tolle Pigmentierung. Palette, die ich mir im DM gekauft habe. Ich wollte einfach mal schauen von BH Cosmetics, wie da so die Pigmentierung ist, wie man mit solchen Paletten arbeiten kann, weil ich noch keine BH Cosmetics Palette habe. Und die stand halt im Aufsteller. Zufällig habe ich sie dann gesehen und einfach mitgenommen. Die Farbkombination ist auch ganz toll. Die ist auch noch im Spiegel mit dabei. Die Farbkombi ist auch sehr schön, eigentlich auch meins, kann man auch wunderbar miteinander kombinieren. Meine Lieblingsfarben sind, wie heißt sie hier, Whatever, das ist diese hier. Die finde ich ganz, ganz toll. Nur, was ich an der Palette nicht mag, wenn ich mit dem Pinsel reingehe, dann krümeln die. Also die krümeln richtig, richtig dolle. Nein, die ist nur ganz geblieben. Ist sie ganz geblieben? Nee, ist sie nicht. So, die ist jetzt hier abgefallen von der Kartonage. Ja gut, kann man ja wieder kleben. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, ich finde den Ton Whatever wunderschön und trage ich auch im Alltag oder halt die Pure und Vino, genau. Vino, auch eine ganz tolle Farbe. Auch eigentlich sehr gut pigmentiert. Und dann haben wir hier nochmal Pure. Das sind so die drei Farben, die ich am meisten verwende. Es ist einfach so gut, wenn ich jetzt mit den Fingern swatche, sieht man das nicht so doll, aber wenn ich dann mit dem Pinsel reingehe, dann krümeln die sehr, sehr stark, sodass sehr viel Produkt verloren geht. Und ich habe sie jetzt nicht so häufig verwendet, aber trotzdem sieht man dann doch eine ziemliche Kuhle in den jeweiligen Lidschattenpfändchen und einfach aus dem Grund, weil mit dem Pinsel sehr viel Produkt verloren geht. Und wenn ich mir den Preis anschaue, Lidschattenpalette Mrs. Bella im Vergleich zu Sueva Lidschatten, Miss Bella kostet 17 Euro, 18 Euro, Sueva 22 Euro ungefähr, dann würde ich auf jeden Fall immer wieder zu Sueva greifen. Oh,
The Makeup Revolution Blush Palette Golden Sugar. Kommt mit einem Spiegel, habe ich bei Rossmann gekauft. Kostet auch nicht viel, ich glaube um die 10 Euro, 10, 11 Euro. Und da sind alle Blushtöne oder fast alle Blushtöne vertreten. Da sind rosa stichige Töne bei oder auch ein Rostton oder auch sehr dunklere Töne oder ein ganz heller Ton. Schaut sie euch an, also die finde ich richtig, richtig klasse. Eine Lidschattenpalette, auch von Makeup Revolution, und zwar ist das die Iconic Pro. Da sind auch sehr schöne Farben mit drin, viele Nude-Töne, Brauntöne, also auch genau meins und von der Pigmentierung auch absolut ausreichend. Da sind Lila-Töne mit dabei und viele matte Töne. Ich verwende eigentlich hauptsächlich matte Töne, weil ich Schlupflider habe und ein bisschen Fältchen um die Augen herum, und ich finde, mit matten Tönen kann ich einfach besser arbeiten. Glitzerige Töne betonen meine kleinen Fältchen oder meine Schlupflider eher. Auch eine absolute Empfehlung. Hier die Swatches. Sehr, sehr schön. Habe ich hier noch eine Makeup Revolution Palette, und zwar ist das eine Lidschattenpalette Eyes Like Angels. Die habe ich gekauft, weil da einfach alles vertreten ist. Ich habe auch meine Mono-Lidschattensammlung aussortiert, und einfach aus dem Grund, weil ich alles in einer Palette haben wollte, alle möglichen Farben. Also die Farben sind wunderschön und sehr gut pigmentiert. Man kann damit super arbeiten. Es kann sein, dass sie so ein bisschen krümeln, aber es ist alles absolut im Rahmen. Palette, und zwar ist das von Catrice. Ich finde diese Palette, das ist eine Palette für Anfänger, absolut richtig. Die Pigmentierung ist perfekt, so dass nicht die Gefahr besteht, dass man sich overblushen kann. Und ja, es gibt eine Konturierfarbe, einen Blush und einen Highlighter. Und hinten auf der Verpackung sieht man dann auch eine kleine Anweisung, wie man die eventuell anwenden kann. Aber die nutze ich auch, wenn es sehr schnell gehen muss, im Mami-Alltag, ne? Mal eben schnell dein Gesicht aufhübschen. Man kann das kontrolliert auftragen, und da kann nichts schief gehen. Thank you.
habe ich hier noch eine kleine Konturierpalette von Yuma Cosmetics. Die war in einer Box drin. Da sind hauptsächlich Creme-Konturierfarben drin. Einmal ist da ein Highlighter mit drin, ein Rouge oder ein Blush, dann eine dunklere Konturierfarbe und eine hellere Konturierfarbe. Und die habe ich noch nicht ausprobiert. Eigentlich arbeite ich nicht so gerne mit Creme-Konsistenzen, weil ich das einfach nicht richtig verblenden kann. Hier hinten auf der Seite sieht man noch die eine kleine Anleitung, wie man das machen könnte mit dem Konturieren. Die habe ich noch in meiner Sammlung, weil ich die einfach noch austesten möchte. Das war meine Palettensammlung, meine Pudersammlung und meine Highlightersammlung. Im nächsten Video zeige ich euch noch meine Lidschattensammlung, Monolidschatten, und dann schaue ich noch mal, was ich da in das Video mit reinbringen kann. Und somit wünsche ich euch jetzt einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.